Hallo und herzlich willkommen zu... Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Kennt ihr das? Ihr habt das Gefühl, genau diese Situation schon mal erlebt zu haben. Und wenn ich sage, heute geht es um Déjà-vus, dann könntet ihr schwören, dass ihr das genauso schon mal von mir gehört habt. In diesem Sinne, heute geht es um Déjà-vus. Genauer gesagt, woher kommen Déjà-vus? Als hättet ihr es gewusst. Déjà-vu ist französisch für schon mal gesehen. Das ist der Fachbegriff für das seltsame Gefühl, das ich mal auf YouTube hatte. Kleiner Scherz. Falls ihr jetzt ein richtiges Déjà-vu habt und das erste Video noch nicht gesehen habt, macht nichts. Ihr könnt es euch jetzt angucken und ich warte hier. Oder aber ihr seht es euch nach diesem Video an. Geht auch. Okay, Déjà-vu-Forschung. Hatte lange Zeit den staubigen Geschmack von Stühlerücken und Geisterseancen. Seit ungefähr 2 Jahrzehnten aber zählt das Déjà-vu zu den ordentlichen Forschungsthemen. Stichwort Erinnerungstäuschung. Es gibt viele interessante Erkenntnisse. Zum Beispiel hat sich herausgestellt, dass auch Blinde Déjà-vus haben. Obwohl Vu in Déjà-vu für gesehen steht. Aber das Sehen ist dafür offenbar gar nicht nötig. Und es gibt auch das Gegenteil. Mehr dazu gleich. Erstmal die Experimente. Inzwischen weiß man, wie man in Versuchen künstliche Déjà-vus auslösen kann. Ist ein bisschen aufwendig, weil man vorher die Schädeldecke öffnen muss und dann Elektroden direkt auf die Oberfläche vom Gehirn legt. Das ist verständlicherweise unbeliebt bei Studierenden, die einfach nur ihre Versuchspersonenstunden ableisten wollen. Aber hey, was macht man nicht alles für einen leicht verdienten Schein und eine gute Note? Nee, Quatsch. Die einzigen, bei denen man so ein künstliches Déjà-vu gelegentlich auslösen kann, sind Leute, die gerade auf eine Hirnoperation vorbereitet werden. Nicht die ideale Situation, um mal in aller Ruhe das Déjà-vu gründlich zu untersuchen. Aber durch diese Elektrodenforschung wissen wir, dass es nicht die eine Stelle gibt im Gehirn, die ein Déjà-vu-Erlebnis auslöst. Man kann es an mehreren Stellen auslösen und das passt auch zu dem, was wir sonst über Erinnerung wissen. Wenn mein Hirn eine bestimmte Situation korrekt wiedererkennt, bei dem Bäcker war ich schon mal, nämlich jeden Morgen, dann sind daran mehrere Gehirnbereiche beteiligt. Und beim Déjà-vu ist das genauso. Okay, künstliche Auslösung ist also meistens keine Option. Was aber geht, man kann im Experiment sowas Ähnliches wie ein Déjà-vu-Erlebnis auslösen. Kommt euch dieses Symbol bekannt vor, aber ihr wisst nicht wieso? Dann habt ihr vielleicht den ersten Teil von diesem Video gesehen. Um genau dieses Gefühl geht es in solchen Experimenten. Die Versuchspersonen erkennen was wieder, sie wissen aber nicht woher. Das ist nicht exakt dasselbe wie ein Déjà-vu, aber es hat vermutlich was damit zu tun. Man kann daran ablesen, dass das Gehirn das Bekanntheitsgefühl offenbar getrennt verwaltet von der konkreten Erinnerung. Also von diesem, ach hier war das. Und wenn euch das hier bekannt vorkommt, dann habt ihr vermutlich mal die Sims gespielt. Die Bilder hier sind aber nicht aus dem Spiel, sondern aus einem Experiment von einem Team um die Kognitionspsychologin Anne Cleary. Die Versuchspersonen haben eine VR-Brille auf und bekommen verschiedene Räume gezeigt, in denen sie sich umgucken können. Manche von den Räumen sind in der Form genau gleich, nur dass der eine Raum ein Schrottplatz ist und der andere ein Garten. Und in den Räumen, die sie der Form nach schon kennen, geben tatsächlich mehr Versuchspersonen an, dass ihnen die Situation bekannt vorkommt, auch wenn sie nicht wissen, woher. Vielleicht ist es also mit echten Räumen genauso und ich war zwar hier noch nie, aber vielleicht ja in einem anderen Garten, der genau wie ein Schrottplatz aussieht. In einer Fortsetzung von diesem Experiment gehen die Versuchspersonen Wege durch mehrere Räume. Selbes Prinzip. Zum Teil kennen sie den Weg schon, er war nur beim ersten Mal ganz anders möbliert. Und wenn sie dann sagen, dass ihnen das hier sehr bekannt vorkommt, fragt man sie, ob sie auch wissen, wie der Weg weitergeht. Nach rechts oder nach links. Dann sagen sie, weiß ich, nach links. Aber tatsächlich raten sie genauso schlecht wie der reine Zufall. Das Bekanntheitsgefühl ist also wirklich nur die Information vom Gehirn, irgendwie war ich hier schon mal, ohne die Erinnerung daran, wie es jetzt weitergeht. Und das Gefühl, ich weiß auch genau, was als nächstes passiert, ist eine Illusion, jedenfalls in diesem Experiment. Eine vollständige Erklärung von richtigen Déjà-vu-Erlebnissen im Alltag ist das noch nicht. Aber die Déjà-vu-Forschung ist ja noch sehr jung. Wie gesagt, keine 20 Jahre alt. Bestes Alter für Déjà-vus. Wie dem auch sei,
Vielleicht sagt ihr jetzt, kann ich was tun, um die Forschung voranzubringen? Und die Antwort ist ja. Wenn ihr ein Déjà-vu-Erlebnis habt, dann schreibt nicht nur auf, wie es sich angefühlt hat. Schreibt möglichst genau auf, in welcher Situation es passiert ist und was ihr gerade vor euch gesehen habt. Das macht nämlich fast nie jemand. Und falls ihr dann mal die Gelegenheit habt und bei einer Studie mitmacht, könnt ihr direkt Bonuspunkte sammeln. Ist auf jeden Fall besser, als sich die Schädeldecke aufsägen zu lassen. Falls ihr Apps entwickelt, richtig praktisch wäre es, wenn es eine App gäbe, in der alle ihre Déjà-vu-Erlebnisse sofort eintragen können, wenn sie haben. Und nicht erst Jahre später, wenn sie an einer Umfrage teilnehmen. So könnten wir auch herausfinden, ob es Orte gibt, an denen sich Déjà-vu-Erlebnisse häufen. Zum Beispiel vielleicht an der Capilano Bridge in Vancouver, die genauso aussieht wie die Hängeseilbrücke Geierlei im Hunsrück. Und wenn manche von euch vielleicht wirklich davon überzeugt sind, dass sie in einem Traum schon mal die Zukunft vorhergesagt haben, dann solltet ihr unbedingt gleich ab heute ein detailliertes Traumtagebuch führen. Nur so könnt ihr das belegen, falls es nochmal passiert. Der Forschung zufolge ist das nämlich genau so eine Illusion wie das mit dem jetzt nach links. Rückwirkend passt nämlich das Gehirn die Erinnerung an den Traum ans Déjà-vu an, sodass alles Sinn ergibt. Ist ganz schön raffiniert von unserem Gehirn. Deshalb wird euch sowas ohne schriftliche Belege niemand glauben. Mit vermutlich auch nicht, aber dann habt ihr es wenigstens auf halbwegs wissenschaftliche Weise versucht. Und falls euer Traum von den Lottozahlen von nächster Woche handelt, schreibt mir am besten eine private Nachricht. Müssen ja nicht alle wissen. Ach ja, falls ihr euch erinnert, es gibt auch das Gegenteil von Déjà-vu. Das nennt sich Jamais-vu und heißt auf Deutsch niemals gesehen. Das hatte ich mal nach einem Urlaub. Als wir wieder zu Hause ankamen, habe ich nichts mehr wiedererkannt. Ich konnte mich nicht daran erinnern, wo mein Zimmer war. Alles kam mir neu und fremd vor. Ich muss zwischen 4 und 6 Jahre alt gewesen sein, aber ich kann mich noch gut daran erinnern. Wobei, vielleicht ist die Erinnerung daran auch nur eine Erinnerungstäuschung. Schreibt mal in die Kommentare, wo und wann ihr Déjà-vus hattet oder Jamais-vus. Und abonniert gerne unseren neuen Kanal. Ich hoffe, dass wir uns déjà wiedersehen beim nächsten Mal. Tschüss.